Hör mal zu, der Kanal für echte Hörspiel- und Retro-Fans bringt Werner Schulze-Ertel und Gustl Beyerhammer in Außer Kontrolle. Danke für dein Like. Harcourt? Ja, wer spricht denn da? Ach, du bist Werner. Was, heute Abend? Du, ich habe echt keinen Nerv. Du, es geht wirklich nicht. Ich muss dringend was fürs Examen tun. Ja, ich weiß. Okay, ich lasse dich nicht hängen. Am nächsten Tag wird der junge Mann erschossen aufgefunden. Was ist? Die Spurensicherung hat alles nochmal untersucht. Keine neuen Erkenntnisse. Dann kann der Tanklaster jetzt wegfahren. Schon fahren lasst. Und bei Ihnen? So viel steht fest. Er muss zwischen 9 und 11 Uhr abends erschossen worden sein. Einen genauen Bericht bekommen Sie am Nachmittag. Wir haben fürs Erste fertig. Ja, dann fahren wir. Fahren wir. Gut. Guten Tag, entschuldigen Sie, wissen Sie vielleicht zufällig, wann da wieder jemand kommt? Warum wollen Sie das wissen? Es dreht sich um eine Auskunft. Mein Name ist Lenz, ich bin von der Polizei. Die werden doch nichts angestellt haben. Nein. Bin ich aber beruhigt. Wann die wieder kommen? Also auf dem Zettel, da steht ja was von einer Demo. Ja. Die müssen heute demonstrieren. Das haben sie mir halb früh gesagt. Bis Mittag sind die aber bestimmt wieder da. Ich meine... Aber das eine kann ich Ihnen sagen. Auf meine jungen Leute lasse ich fein nichts kommen. Das ist nämlich keine Kommune. Verstehen Sie? Das ist eine Wohngemeinschaft. So. Und immer höflich und hilfsbereit. Ja. Ja, manchmal sind sie natürlich schon ein bisschen laut. Erst gestern da. Na, dass ich nicht lüge. Vorgestern war's. Da müssen sie einen Hauskrach gehabt haben. Und Musik mögen die gern, gell? Im Speditionsbüro. Ein Mann mit rotem Kopf und Halbglatze telefoniert. Wie Sie das machen, ist mir wurscht. Die Ladung muss übermorgen Punkt 6 in Salzburg sein. Was? Grüß Gott. Grüß Gott. Na, geh, hör's doch auf. Ja, danke. Ja, glauben Sie, ich bin ein Wohlfahrtsinstitut. Na, das hängt schon. Sind wir schon beieinander. Ich komme also drauf verlassen, ja? Gut, servus. Grüß Gott. Sie sind sicher von der Kripo? Mein Name ist Brettschneider von Mordkommission. Aha. Bitteschön. Dankeschön. Wir haben ja vorhin telefoniert. Sie haben gesagt, dass der Herr Harcourt für den gestrigen Transport gar nicht eingeteilt gewesen wäre. Ja, das stimmt. Eigentlich sollte ja mein Fahrer Latscher die Tour machen, aber dem ist nicht gut gegangen. Und da hat er halt den Bruno dann, den Harcourt angerufen, dass der für ihn fahren soll. Sie haben also gewusst, dass der Harcourt für seinen Kollegen eingesprungen ist? Nein. Der Latscher hat mir das heute Morgen erst erzählt. Und dann habe ich von Ihnen erfahren, dass der Bruno... Wo ist Herr Latsche jetzt? Der macht gerade einen Transport. Also das ist ja Wahnsinn mit dem Bruno. Das ist ein junger Mensch und ein guter Arbeiter so gerne. Also das ist ein Wahnsinn. Haben Sie denn schon eine Spur oder einen Anhaltspunkt? Nein. Seit wann arbeitet denn Herr Harcourt für Sie? Ja, genau vor 2 Jahren. Da hat er für mich das erste Mal gefahren. Da haben wir nämlich den dritten Zugang geschafft. Wollen Sie einen Schluck? Nein, danke schön. Aber ich. Und wann hat Herr Harcourt mit der Arbeit begonnen? Tja, so genau kann ich das nicht sagen.
Auf jeden Fall ist er bis 4 Uhr draußen bei den Raffinerien in Ingolstadt gewesen. Mit dem Ladschuss-Lastzug? Ja, freilich. Grüß Gott, Herr Oberkirchner. Grüß Gott. Grüß Gott. Herr Oberkirchner, es ist alles in Ordnung gegangen. Ja. Ja, ist schon gut. Ja, und die kaufen wir zur Brotzeit. Ja, ja, ja. Also dann, viel Gott. Viel Gott. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Wo war denn der gestern bei uns? Der kommt gerade aus Passau. Mit dem Lastzug? Freilich. Und Sie? Wo waren Sie gestern abends? Wie meinen Sie das? Ich möchte von Ihnen wissen, wo Sie gestern zwischen 9 und 11 Uhr abends gewesen sind. Bis 8 Uhr war ich im Büro. Und dann bin ich heimgefahren und hab mir vom Fernseher geguckt. Das können Sie alles nachprüfen. Machen wir. Wiederschauen. Wiederschauen. Sagen Sie mal, haben denn die Fahrer mit Herrn Harkott einmal Streit gehabt? Nein, nein. Und mit Ihnen? Streit mit mir? Nein. Wenn er einmal nicht gespürt hat, habe ich ja meine Meinung gesagt, nicht? Aber sonst. Wie oft hat denn der Harkott für Sie gearbeitet? Oh, 3-4 Mal im Monat. Und in die Ferien ein paar Wochen hintereinander. Und wann ist der Leid schon wieder zurück? Ja, also da werden Sie bis morgen warten müssen. Warum? Warum? Naja, der macht heute 2 Transporte. Das Geschäft rollt. Geht schon wieder los, ne? Oberkirchner? Ja, ich will Sie ja nicht länger aufhalten, Herr Oberkirchner. Moment bitte, ne? Wenn der Herr Latsch zurückkommt, soll er uns sofort anrufen. Ja. Und vielleicht könnten Sie mir noch die Adresse von Herrn Latsch aufschreiben. Machen wir. Dankeschön. Wiederschauen. Wiederschauen. Ja, bin jetzt wieder da. Dass ich noch einmal auf den Oberkirchner zurückkomme. Magst du auch ein Brötel? Ja, gern. Dankeschön. Die musst du beißen. Ich mich gar nicht gräßlich. Möchtest mich du vergiften? Nein, im Gegenteil. Das sind gut gegen einen nervösen Magen. Mhm. Für deinen vielleicht. Mir ist lieber ein guter Schweinsbraten und ein frisches Maß Bier. Wie du meinst? Haben wir was Neues, Faltermeier? Eigentlich nur die Bestätigung der ersten Untersuchungen. Ja, gibt's Spuren im Führerhaus von dem Tanklaster? Massenhaft Fingerabdrücke. Die meisten verwertbaren stammen von Harkort. Naja, da ist noch was. Die Obduktion hat ergeben, dass Harkort eine gebrochene Rippe hatte. Aha. Ja, die Verletzung ist etwa 2-3 Tage alt. Hat also mit dem Mord direkt nichts zu tun. Vielleicht indirekt. Gib's mal her. Die Nachbarin hat da was von einem Krach in Harkorts Wohnung erzählt. Da fahren wir jetzt gleich noch mal hin. Wieso? Ich hab gedacht, da ist niemand da. Ja, vielleicht sind sie inzwischen wieder gekommen. Da zum Arbeiten kommst du überhaupt nicht mehr mit dem Telefon da. Lenz? Ah, grüß Sie. Auf jeden Fall besten Dank. Der Brendel von der Verkehrsdirektion. Bist du noch einen Strafzettel schuldig? Schmarrn, ich hab bei ihm angefragt wegen unserer Geschichte. Grüß Gott. Grüß Gott. Der ist auf diese Sprittransporte nicht gut zu sprechen. Und im Oberkirchner seine, das kann ich mir vorstellen. Na überhaupt, die halten sich nicht an die Bestimmungen. Die Leute rasen wie die Wilden. Hallo. Grüß Gott. Na, da schau her. Grüß dich. Nicht schlecht. Also die Leute rasen wie die Wilden, sagt der Brendel. Na, die sitzen total übermüdet am Steuer, weil sie so viel tun wie möglich fahren wollen. Was ist der Wollen? Die müssen. Das ist ein Kopf. Richtig, gezahlt wird per Transport. Viele Tanklaster sind nur mit einem Fahrer besetzt, nicht? Da sind schon einige am Steuer eingeschlafen. Die Unfälle kannst du dir ja vorstellen. Ja. Die Ermittler besuchen eine junge Frau, die den Erschossenen kannte. Wie ist das passiert? Er wurde heute früh im Führerhaus des Tanklastzuges der Firma Oberkirchner auf einer Autobahnraststätte tot aufgefunden. Also, wir hoffen, dass Sie uns bei den Ermittlungen helfen können. Wann haben Sie Herrn Harker zum letzten Mal gesehen? Gestern Mittag. Bitte. Ist Ihnen an Herrn Harkott etwas besonders aufgefallen? Ich meine,
Dankeschön. War der anders als sonst? Nein, eigentlich nicht. Sie sind sich nicht sicher? Also ich weiß nur, dass der Brunner Stock sauer war, weil Sie ihm noch eine Tour verpasst haben. Sie waren also dabei, als Herr Harcourt gestern Nachmittag wegen dieses Transports angerufen worden ist. Ja, das habe ich mitgekriegt. Wann hat er denn die Wohnung verlassen? So gegen drei, schätze ich. Hat er Ärger im Betrieb gehabt? Das weiß ich nicht. Na klar, schließlich muss der knallharten Akkord fahren. Mehr Kohle wollte er haben. Sie haben doch mit Herrn Harcourt zusammen gewohnt. Sie kennen ihn am besten. Hat er Feinde gehabt? In der Firma, auf der Universität oder privat? Das ist wohl die Standardfrage aus dem Polizeiseminar, was? Fragen Sie doch mal, hatten Sie Unstimmigkeiten in der Wohngemeinschaft, die zwangsläufig tödlich endeten? Sie wollen wohl nicht begreifen, dass es sich hier um Mord handelt. Ihre Spaßzettel können Sie sich sparen. Wir beschuldigen niemand von Ihnen, wir ermitteln. Herr Harcourt hat sich vor ein paar Tagen eine Rippe gebrochen. Wissen Sie, wie es zu dieser Verletzung gekommen ist? Keine Ahnung. Davon hat er gar nichts erzählt. Ihre Nachbarin meint, vor drei Tagen war hier in dieser Wohnung ein handfester Krach. Haben Sie eine Schlägerei gehabt, hier? So ein Schmarrn. Sie können sich also den Rippenbruch nicht erklären. Aber Sie werden uns sagen müssen, wo Sie gestern Abend gewesen sind. Wieso müssen? Und jetzt möchte ich Herrn Harcourts Zimmer sehen. Ich geh mit. In der Zwischenzeit werden weitere LKW-Fahrer verhört. Da fahren Sie doch mal Akkord, da werden sich aber wundern, wenn Sie glauben, dass... Wir wissen, dass Ihre Arbeit hart ist. Aber Sie sind doch gesetzlich verpflichtet, Ruhepausen einzulegen. Schließlich gibt's ja auch einen Fahrtenschreiber. Na, der Witz ist gut. Sie haben doch keine Ahnung, was da läuft. Na, bis Sie Ihren Fahrtenschreiber manipulieren, das ist mir zunächst egal. Wer außer Ihnen hat denn sonst noch gewusst, dass Herr Harcourt Ihre Tour fährt? Niemand. Außer meiner Frau. Wie sind Sie denn mit ihm ausgekommen? Ich meine, gab's mal Krach, auch mit anderen Kollegen? Also, ich kam prima mit Bruno zurecht. Das war ein echter Kollege. Der ließ auch nie raushängen, dass er Student ist. Wieso? Hat Ihnen jemand was anderes erzählt? Nein, nein. Aber warum hätte ich denn Bruno umbringen sollen und ich hab doch Skat gespielt. München Unterföhring, HMZ Bar. Ich wollte mit Ihnen sprechen, weil ich den Verdacht habe, dass Rolf etwas mit seinem Tod zu tun haben könnte. Sie meinen Rolf Wiederberg, der auch in der Wohngemeinschaft lebt? Ich will Rolf nichts hineinreiten. Bruno und er waren seit Jahren gute Freunde, aber in der letzten Zeit hatten sie immer öfter Streit miteinander. Also es gab Auseinandersetzungen über die politische Linie. Und schließlich wollte Bruno bei den Aktionen nicht mehr mitmachen. Bei welchen Aktionen? Ach, das hat doch alles keinen Zweck. Ich gehe besser. Na, bitte. Bitte bleiben Sie im Café. Also jetzt erzählen Sie alles, was Sie wissen. Sie können sicher sein, dass ich Ihre Aussage vertraulich behandle. Vor etwa einer Woche sagte Bruno zu mir, was die vorhaben, ist Wahnsinn. Die sind übergeschnappt. Wer sind die? Das ist eine politische Gruppe. So eine Art Kader. Der Harcourt wollte sich von dieser politischen Gruppe lösen. Ja, ganz sicher. Zufällig habe ich einen Streit zwischen Bruno und Rolf mitbekommen. Ich komme nach Hause und höre, wie sie sich anschreien. Wohl zu feige, was? Mensch, kapier doch, dass es ein blinder Aktionismus ist. Was so eine Scheiße, da mache ich nicht mit. Auf einmal merkst du aus der Sache raus. Aber du steckst schon viel zu tief drin. Du kannst mich mal. Ich seil mich ab. Das ist doch behämmert, was du da vorhast. Nee, absteigen ist nicht. Mit Typen wie dir sollte man einen kurzen Prozess machen. Na komm schon, schlag doch zu. Komm. Was ist denn mit euch los? Seid ihr wahnsinnig geworden? Steh auf. Steh auf! Wenn ich nicht ins Zimmer gekommen wäre,
Bruno sagte nur, dass es sich um eine riskante Aktion handelt, die seiner Meinung nach überhaupt nichts bringt. Wissen Sie, dass Bruno und Wiederberg schon öfter wegen gewalttätiger Demonstrationen festgenommen worden sind und deshalb auch vorbestraft sind? Ja, ich weiß. Glauben Sie, dass auch jetzt wieder eine gewalttätige Aktion bevorsteht und Bruno deshalb nichts davon wissen wollte? Möglich. Ich weiß es eben nicht genau. Vielleicht ist an der ganzen Sache auch überhaupt nichts dran. Ich habe immer wieder nachgedacht. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Rolf... Ja, trotzdem müssen wir der Sache nachgehen. Fräulein, bitte zahlen. Ja. Sie haben heute Vormittag am Telefon gesagt, dass Sie aus der Wohngemeinschaft ausziehen wollen. Wie kann ich Sie da erreichen? Ich bin erst mal bei einer Freundin. Ich schreibe Ihnen gleich die Telefonnummer auf. Ja, alles zusammen, bitte. Geht auf Staatskosten. Abend. Grüß Gott. Sie sind's schon wieder. Und gleich so zahlreich. Wir möchten Herrn Wiederberg sprechen. Wenn sich die Herren einen Augenblick gedulden wollen. Rolf, du hast Besuch. Sie haben ein tolles Aufgebot. Herr Wiederberg, wir müssen Sie bitten, zur Vernehmung wegen des Mordes an Herrn Harcourt ins Polizeipräsidium mitzukommen. Was? Ich habe jetzt keine Zeit. Können wir das nicht hier erledigen? Leider nein. Aber ich stecke mitten in meiner Examensarbeit. Und wenn ich mich weigere? Müssen wir Gewalt anwenden. Ah. Dann droht wohl eine einstweilige Erschießung, was? Was wollen Sie überhaupt von mir? Nimm den mit. Langsam, langsam, langsam. Ganz ruhig. Meine Jacke werde ich ja wohl noch mitnehmen dürfen, oder? Was soll denn das? Meinen Sie, der hat seinen Freund umgebracht? Mach's gut. Ich weiß. Das dauert schon nicht lange. Nicht anfassen, ja? Polizeiinspektion, Verhörraum. Spazieren gehen. Da hätten Sie Ihnen aber was Gescheiteres einfallen lassen können. Dass ich gerne spazieren gehe, dafür habe ich sogar Zeugen. Ja, kann sein, kann auch nicht sein. Doch am Dienstagabend, da haben Sie sich in Ihr Auto gesetzt und sind Harcourt nachgefahren. Mann, oh Mann, Bruno war mein Freund. Legen Sie mal eine andere Platte auf. Beispielsweise, dass Harcourt und Sie der Polizei keine Unbekannten mehr sind. Stimmt. Mit Ihrer Branche haben wir schon einschlägige Erfahrungen gemacht. Rädelsführer militanter Demonstrationen, mehrfach verurteilt wegen Widerstand gegen die Staatsgewalt, Nötigung und Hausfriedensbruch. Hm? Was heißt ja eigentlich Rädelsführer? Meinen Sie vielleicht, ich sage auch noch Dankeschön, wenn man so einer wie der da ein Brecheisen im Bauch hat? Mir ist bloß nicht batzig, gell? Keine Panik, ja? Warum haben Sie vor 4 Tagen, also einen Tag bevor der Mord passiert ist, mit Harcourt eine Schlägerei gehabt? Wer hat Ihnen denn das erzählt? Warum kam es zur Schlägerei? Das war eine Lappalie. Ich war schlecht gelaunt und Bruno hatte zu viel getrunken. Gelogen, Herr Wiederberg. Harcourt holte raus aus Ihrer Polit-Terroristengruppe und deswegen... Was ist los? Ach, Sie stellen mich in die Terroristenecke. Und damit bin ich auch schon Brunos Mörder, was? Tust du nicht so entrüstet. Das ist doch lächerlich. Wer gegen Atomkraft demonstriert, wer leerstehende Häuser besetzt, der schreckt auch vor Mord nicht zurück. Einfach abenteuerlich ist das. Meinen Sie, Harcourt wollte aussteigen, weil ihm die geplante Aktion zu gefährlich war? Bei der Schlägerei hat Harcourt 2 Rippenbrüche erlitten. Und am übernächsten Tag bekam er 2 Kugeln. Herr Wiederberg, jetzt sagen Sie es doch, dass Sie es gemacht haben. Einen Dreck werde ich tun. Also nochmal von vorn. Als Harcourt am Tag des Mordes den Anruf erhielt, dass er an Sie der Wohnung gewesen. Ja. Sie hörten aus dem Gespräch heraus, dass er für einen Kollegen einspringen wird. Das habe ich doch schon gesagt. Und damit wussten nur Sie und der Anrufer, wo sich Harcourt in den nächsten Stunden befinden wird. Na und? Da kann ich auch nichts dafür. Aber Harcourts Kollege scheidet als Täter aus. Der hat nämlich in der fraglichen Zeit Karten gespielt. Doch Sie, Herr Wiederberg, Sie haben kein Alibi, dafür aber ein Motiv, Harcourt zu töten. Ich habe Bruno nicht ermordet! Schön. Wegen welcher Aktion ist Harcourt ausgestiegen? Ich weiß nicht. Stellen Sie sich doch nicht so dumm. Sie haben zugegeben, dass Sie eine Aktion geplant haben. Also, was ist? Mein Gott, das ging um eine Lappalie. Das habe ich doch schon gesagt. Ja, dadurch wird es natürlich auch nicht glaubwürdiger. Um was geht's denn bei dieser ominösen Aktion? Das sind doch Hirngespinste. Ja, aber Sie haben doch Harcourt gedroht.
Sie haben ihn doch gedroht, weil er von dieser angeblich harmlosen Sache zu viel gewusst hat. Ich habe Bruno nicht umgebracht. Wie oft soll ich das noch sagen? Ich habe ihn nicht getötet! Okay, lass ihn wegbringen. Kommen Sie mit. Sie sind wegen dringenden Tatverdachts vorläufig festgenommen, Herr Wiederberg. Warum denn nicht? Ich habe doch nichts gemacht. Immer. Wir sprechen uns morgen wieder. Was ist das? Wen suchst du denn? Guten Tag. Entschuldigung, ich wollte zu Herrn Lenz. Das geht jetzt leider nicht. Wer sind Sie denn? Mein Name ist Latsche. Wie heißen Sie? Ja, Latsche. Der Fahrer für den Harcourt. Ach so. Ja, ja. Was wollen Sie denn? Also, mir ist da was. Ich weiß nicht. Kommen Sie mal mit in mein Büro. Also, mir ist da was Komisches passiert. Das können Sie mir auch erzählen. Sie versprechen sich also nicht viel von einer Wohnungsdurchsuchung bei diesem. Wiederberg. Bei diesem Wiederberg. Herr May, Herr Kriminalrat. Er hätte natürlich genügend Zeit gehabt, belastendes Material verschwinden zu lassen, aber ich meine, schaden kann es natürlich nicht. Der Staatsanwalt hat auf jeden Fall den Durchsuchungsbefehl ausgestellt. Moment. Ja? Ja, bitte. Schubert? Ja? So. Mhm. Ja? Ah. Ja, ja, danke. Wiederhören. Das LKA wird bei der Vernehmung dabei sein. Die wird denn jetzt wohl den großen Fang? Den wir Ihnen zu verdanken haben, Herr Lenz. Dass der Wiederberg. Der Wiederberg zur Terrorszene oder zumindest zum Umfeld zählt, das steht nach Lage der Dinge fest. Ja, ich hab verstanden. Gut, ich notier's. Jawohl. Latsche, der LKW-Fahrer. Ja, der wollte unbedingt mit dir reden. Was wollte er denn? Er sagt, dass er vor 2 Monaten einen schweren Autounfall gehabt hat. Und dir davon erzählt hat. Ja, und was weiter? Ja, und vorhin wollte ich den Mann besuchen, der seit dem Unfall im Krankenhaus liegt. Aber der war nicht mehr da. Der Latsche sagt, dass er vor 6 Tagen aus dem Krankenhaus abgehauen ist. Aha. Und nun vermutet er, dass der Mann mit dem Mord an Harcourt etwas zu tun haben könnte. Na, ich habe natürlich beruhigt und habe gesagt, dass vor 6 Tagen, sagt er? Ja. Wie heißt denn der Mann? Helwig. Bernd Helwig. Meinen Sie wirklich, dass da was dran ist? Kann sein, kann auch nicht sein. Also direkt abgehauen, wie Sie sagen, ist der Helwig nicht. Er hat eine Nachricht hinterlassen. Sonst hätten wir die Polizei verständigt. Selbstverständlich. Hier. Für seinen Entschluss, die Klinik zu verlassen, übernimmt er selbst die Verantwortung. Und er konnte so einfach raus? Wir sind doch kein Gefängnis. Herr Helwig hat den Betrieb während der Besuchszeit genutzt. Da fällt es überhaupt nicht auf, wenn jemand... Nein, nein, ich meine, er war doch schwer verletzt. Ja, er war verletzt. Aber in 8 Tagen hätten wir ihn ohnehin entlassen. Welche Verletzungen hat Herr Helwig bei dem Autounfall erlitten? Ist Herr Helwig inzwischen etwas zugestoßen? Welche Verletzungen, bitte? Ja, wenn Sie bitte mitkommen wollen. Tja, Herr Helwig hatte... eine schwere Gehirnerschütterung und diverse Quetschungen und Verstauchungen. Warum wollen Sie das eigentlich wissen? Das sage ich Ihnen gleich. Wer hat Herrn Helwig besucht? Niemand, soweit ich weiß. Nur einmal waren 2 Polizeibeamte wegen des schrecklichen Unfalls da. Er wollte aber auch gar keinen Besuch. Er hat sogar ausdrücklich darum gebeten, allein gelassen zu werden. Selbst das Personal war ihm lästig. Wissen Sie, Herr Helwig war ein sehr schwieriger Patient. Immer mürrisch. Hat er über den Tod seiner Frau und seiner Kinder gesprochen? Nein. Doch einmal. Er hatte ein Foto auf seinem Nachttisch liegen. Und als ich das zum ersten Mal gesehen habe, da wusste er von dem Unfall noch nichts und habe zu ihm gesagt, um ihn aufzumuntern, Sie haben aber eine hübsche Frau und 2 süße Kinder. Wissen Sie, was er geantwortet hat? Sie sind umgebracht worden. Hat er gesagt, umgebracht? Ja. Herr Doktor, halten Sie es für möglich, dass er den Tod seiner Familie rächen wollte? Wie meinen Sie das? Nun, es könnte sein, dass er den Mann erschießen wollte, der in den Autounfall verwickelt war. Wissen Sie, ich bin kein Hellseher. Aber feststeht, dass dieser Unglücksfall bei Herrn Helwig einen schweren Schock verursacht hat, der psychisch verändern wirken könnte. Welche Veränderungen? So ein schwerer Schicksalsschlag kann einen Menschen total umdrehen. Eben als Folge einer Emotion, eines Traumas, eines Unfalls.
dann könnte die Folge auch Gewalttätigkeit sein. Eine durchaus mögliche Reaktion. Selbst wenn dieser Mensch vorher keiner Fliege etwas zuleide tun konnte. Ebenso gut könnte aber die Reaktion auch völlige Apathie sein. Ich danke Ihnen für Ihre Auskunft. Das hängt von der jeweiligen Persönlichkeit ab. Lenz ordnet eine Observierung an. Hier, die Lindenstraße. Ihr lasst das Haus nicht aus den Augen. Ja, das ist eine Querstraße von der Josefsallee. Also wenn der Hellwig auftaucht, sofort festnehmen. Und Vorsicht, möglicherweise ist er bewaffnet. Ja, aber wir wissen gar nicht, wie er ausschaut. Ah ja, richtig, da. Habt ihr ein Foto von ihm, das dürfte noch nicht so alt sein. Also dann, los. So. Herr Christopher Latsche, hier ist Lenz, Kriminalpolizei. Ist Ihr Mann zu Hause? Ah, der hat Dienst heute Abend. Also wenn er sich meldet, er soll mich sofort anrufen. Lenz, wir... Einen Moment. Es ist ganz dringend. Es ist sehr dringend. Danke. Wiederhören. Ich bin fast sicher, dass der Hellwig den Harcourt erschossen hat. Und hat dabei den Falschen erwischt. Du meinst, er wollte den Latsche? Ja, genau so. Und ihr habt's irgendwas rausgebracht? Wir haben bei dem Wiederberg eine Skizze gefunden. Die könnte mit dieser Aktion zusammenhängen, wegen der Harcourt getötet worden ist. Der Faltermeier ist gerade beim LKA. Einen Moment. Gut, dass ich Sie antreffe, Herr Oberkirchner. Hier ist Lenz. Sie wissen, es geht... Ja? Ist Herr Latsche da? Unterwegs? Meine Nummer haben Sie ja. Er soll sofort anrufen. Danke. Wiederhören. Scheiße, wir müssen ihn erwischen. Wen? Ja, den Latsche natürlich, der ist in Gefahr. Grüß Gott. Ist der Herr Latsche von der Firma Oberkirchner da? Ich habe jetzt gerade die Schicht übernommen. Aber Moment einmal. Firma Oberkirchner. Der ist vor einer halben Stunde raus. Dankeschön. Ja. Ja, dann, er muss bei Bayern 3 über den Sender jetzt. Herr Werner Latsche unterwegs auf der Autobahn München-Salzburg mit einem Lastzug mit dem Kennzeichen M-XY338 soll sich umgehend bei der Kriminalpolizei München melden. Ich wiederhole. Herr Werner Latsche unterwegs auf der Autobahn München-Salzburg mit einem Lastzug mit dem Kennzeichen M-XY338 soll sich umgehend bei der Kriminalpolizei München melden. Hey, Sie haben Ihre Würstchen vergessen. Ich bin mal eine Durchsage im Radio. Der Latsche wird gesucht. Komm, los. Vielleicht ist er noch da. Was? Latsche, da war eine Durchsage. Was ist da los? Geh raus. Was ist Latsche? Bist du in Ordnung? Ui, der hat eine Pistole. Los, raus, du Schwein. Krause, geh rüber. Hau rein. Nein. Der hat eine Pistole gehabt, der hat eine Waffe gehabt. Wo ist denn? Ist Mutter gefallen. Da ist. Schauen Sie her. Wie hat er gehabt? Gehen Sie zurück. Da gibt's nichts zu sehen. Bitteschön, können wir sagen, ist das ein Überfall? Nein, das kann ich mir nicht sagen. Ich habe nur von hinten gesehen und dann habe ich rausgezogen und bin raus und sicher, dass er das Ding in der Hand hat. Ich habe die Durchsage im Radio gehört. Geh jetzt zurück, komm, es ging jetzt weiter. Bei der Räumung des Geländes wurden 28 Polizisten und 6 Demonstranten zum Teil schwer verletzt. Aber diese Skizze von diesem Wiederberg war was von einem Flugplatzgelände. Wie ein Sprecher der Polizei versicherte, gingen die Demonstranten zum Teil mit äußerster Brutalität gegen die Ordnungskräfte vor. Tja, Hellwig. Der Einsatz von Tränengas und Schlagstöcken sei daher durchaus berechtigt. Bitte mach den Kasten aus. Am Zaun des Flughafengeländes entstanden erhebliche Sachen. Setzen Sie sich, Herr Hellwig. Neulich nachts haben Sie den Falschen erwischt. Jetzt wollten Sie den Richtigen treffen. Ich konnte es nicht. Er hat sie getötet. Zerstört. Alles zerstört! Kommen Sie. Gehen wir.